Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ich glaube schon dran, dass ich vielleicht ein Prinz und eine Prinzessin werde. Ja, das freut mich total. Also wir machen heute weiter mit der Selbstliebe. Schon so oft gehört. Das habe ich auch vor der Kirche. Ich bin ja manchmal bei Beerdigungen dabei, ne? Und also ich sitze dann auf dem Grab, weißt du, auf dem Grab, wo nur das Wasser ist, da sitze ich dann manchmal gerne. Ich bin gerne dabei mit den Menschen. Und dann, weißt du, dann habe ich schon gehört, Selbstliebe, das ist Narzissmus, das ist Egoismus, das ist liebe Fröschen. Also das wundert mich jetzt wirklich, dass das sogar du mitbekommen hast. Aber ich kann dich jetzt beruhigen. Das ist etwas sehr Gutes. Das, was du meinst und das, was die Kirche meint und was die Kirche ablehnt, ist dieses narzisstische sich selbst lieben. Und sich selbst narzisstisch lieben heißt, dass man sich gar nicht liebt vom Herzen her, sondern nur von außen. Also man braucht ständig andere Menschen, die einen bestätigen und loben und toll finden. Und man tut alles dafür, und das ist dann auch das Egoistische, man tut alles dafür, dass der andere einen lobt. Aber die Selbstliebe ist ganz etwas anderes. Wenn du dich selbst liebst, lieber Frosch, liebe Fröschin, dann bist du dir selbst nein, weil die Selbstliebe bedeutet ganz ähnlich wie die Liebe, die bedingungslose Liebe, wenn man einen Menschen liebt. Wenn du zum Beispiel Kinder hättest, hast du Froschkinder. Darüber möchte ich jetzt aber nicht reden. Okay, vielleicht magst du mir das ein anderes Mal erzählen. Also auf jeden Fall ist es so, wie man Kinder hat, ja? Man liebt sie. Man liebt sie abgöttisch, bedingungslos, und spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen und sich nur noch wehren und gegen alles sind, spätestens dann möchte man die Kinder ab und zu an die Wand kleben. Und trotzdem liebt man sie. Also das bedeutet, Liebe ist nicht ein Gefühl, ob ich jetzt ein Liebesgefühl habe zu den Kindern oder ob ich genervt bin oder angestrengt bin oder so irgendwas, sondern es ist der Qualitätsgrad von Nähe. Und die Selbstliebe ist genau dasselbe. Es ist nicht ein, ich liebe mich, ich bin so toll, sondern ein, komme ich mir selbst nahe. Also Hildi, jetzt wird es wieder komisch. Also ich weiß nicht, wie soll ich mir denn als Frosch nahe kommen? Also Hilde, ich bin ja nur ein Frosch. Naja, lieber Frosch, liebe Fröschin, du kannst dir nahe kommen, indem du auf dich hörst, indem du deine Gefühle wahrnimmst, mit dir selbst Mitgefühl hast, mit dir selbst liebevoll umgehst. Dir selbst zum Beispiel vielleicht nicht mehr sagst, ich bin ja nur ein Frosch, sondern dir selbst sagst, ich bin ein Frosch. Und ein Frosch, eine Fröschin sein, das ist was Tolles. Also darüber muss ich nachdenken. Also ich soll wirklich dorthin kommen, dass ich irgendwann sage, es ist schön, dass ich ein Frosch bin, aber ich will doch ein Prinz oder eine Prinzessin sein. Es ist nicht schön, dass ich ein Frosch bin. Also das gefällt mir nicht, was du da machst. Lieber Frosch, du bist jetzt im Moment kurz enttäuscht. Aber das Wichtigste in der Selbstliebe ist, dass du das annimmst, was ist. Und jetzt bist du ein Frosch oder eine Fröschin. Und damit du ein Prinz oder eine Prinzessin werden kannst, musst du dort starten mit dem, was ist. Ach so. Okay, daran muss ich noch arbeiten. Also das fällt mir nicht so leicht.